Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chongbun Symphony. In der letzten Folge waren wir hier bei der Eule, haben hier natürlich wieder ein S geholt, ganz klar. Und haben eine neue Note kennengelernt, und zwar die lilane Note. Und mit dieser lilane Note können wir jetzt auf den Balkon der Eule. So, und Mr. Eulerich meinte nämlich auf seinem schönen Balkon, der wirklich sehr hübsch ist, muss ich sagen, das ist ein sehr großer Balkon, mit Apfelbäumen und Apfelsträuchern und Apfelgardinen, sollen wir hier einfach runter... Oh, grinden. Okay, dann wird's halt eine Rutschpartie von mir aus. Ja, wir machen einfach die ganze Zeit Musik. Whee! Da müsste jetzt die Mario-Musik reinkommen von dieser Slide-Musik. Whee, das Motivation-Puss! Eigentlich meinte der, wir sollen hier runtersliden. Aber gut, so macht auch okay. Das ist doch die Anfangsmusik. Mega nice. Sorry, dass ich die ganze Zeit diese Töne gemacht habe. Yay! Padufan! Geil, jetzt sind wir da. Das hat einen Spaß gemacht. Wow! So, hier ist anscheinend schon der Gallus-Palast. Was sind das für komische Pflanzen? Wieso ist hier alles so ein bisschen vertrocknet, so ein bisschen herbstmäßig? Hallo? Hallo, ist hier vielleicht ein Pirat? Leben hier die Piraten? Hallo, bist du böse oder lieb? Auf Patrouille, hallo? Hallo? Ein Besucher! Das kommt selten vor. Mann, dir kein Ärger ein, während du hier bist. Ich habe ein Auge auf dich. Okay. Das sah aus wie eine Möwe. Ah, sogar die Dinger hier machen Musik. Wir kommen hier gar nicht durch. Doch, wir können das hier wegschieben. Okay, bin ich aber gespannt, wer hier auf uns wartet. Wir schieben das natürlich in die Lücke. Denn alles muss hier seine Ordnung haben, nicht wahr? Ja, wer wohnt denn hier? Wohnt hier der König? Bei einem Palast müsste ja eigentlich mal ein König wohnen. Das sind sehr komische... Hi. Gibst du mir eine Note? Guck mal, ich habe zwei Noten. Wie viele hast du? Hallo? Na, wo bringst du mich hin? Ich folge dir. Go. Bin bereit. Vamos. Okay, dann nicht. Halt! Du musst die Küken im Palast zurücklassen. Draußen sind sie nicht sicher. Okay. Vielleicht sollte ich sie bei ihrer Mutter lassen. Sonst machen sie sich wieder davon. Ach, der verfolgt mich jetzt, das kleine Küken. Ah, hier brauchen wir eine neue Note, nämlich die linke Note. Die haben wir noch nicht, deswegen können wir hier auf jeden Fall noch nicht weiter. Alrighty, dann schauen wir doch mal, was wollt ihr denn? Ja, diese Küken heutzutage ist echt so. Hier, ich habe einen Küken für euch. Küken heutzutage bringen sich immer in Schwierigkeiten. Das ist lächerlich, gerade du musst das sagen. Erinnerst du dich, als wir Küken waren? Du bist dauernd mit dem Kopf an die Lampen gestoßen, weil du das Geräusch so mochtest. Ich musste dich stoppen, bevor du dich ernster verletztest. Aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht daran erinnern. Woher, wie du das wohl ist. Aber das Geräusch ist wirklich toll. Das habe ich auch schon mitbekommen. Einfach gegenknallen mit dem Kopf. Egal, was für Schäden man da bekommt. Oh nein, ich brauche Hilfe. Wo suchst du deine Küken? Hallo, ist das dein Küken? Oh, danke. Da fehlen aber noch drei. Oh je. Klar, bringe ich dir alles kein Ding. Immer diese Nebenquests hier. Da haben wir noch ein Küken. Hallo, kleines Küken. Bitte folge mir. Oh nein. Da blicke ich einmal nicht auf die Statue und dann passiert so etwas. Hallo. Hey, Kleiner, du hast nicht zufällig gesehen, wer das getan hat? Nein, tut mir leid. Nun, ich habe ein Auge auf dich. Ich war das nicht. Was ist das für eine komische Stadt? Ach, das ist eine Eule. Dieser komische Palast, muss ich sagen. Ich finde cool, dass die Anfangsmusik hier die ganze Zeit am Rumdudeln ist im Hintergrund. Guten Tag. Einen aus. Seid ihr Hühner? Ha, seid ihr Hühner, fragt er. Natürlich sind wir Hühner. Was denn sonst? Gack. Aber hallo, welcher andere Vogel hätte so einen prächtigen Kamm auf dem Schädel und so einen hinreißend runden Körper? Okay, nun. Die Eule schickt mich, ich soll hier euer Lied lernen. Euer Lied lernen, sagt er. Ich weiß, lächerlich. Er ist nicht mein Huhn. Aber die Eule hat ihn dennoch geschickt. Vielleicht sollten wir ihn zum großen Kikeri-Kaiser bringen. Schöner Name. Er wird wissen, was zu tun ist. Da hast du wohl recht. Und er wird was zu lachen haben. So ein bisschen wie Mr. Krabs. Komm, Krabs, auf geht's. Der große Kikeri-Kaiser? Du wirst ihn erkennen, wenn du ihn siehst. Viel Glück, Kleiner. Oh, die bringt mich tatsächlich dahin. Der Kleine kommt auch mit. Das ist doch alles toll. Ach du Scheiße. Hier ist richtig viel Militär. Da oben ist noch ein Küken. Das ist jetzt aber nicht der Palastdude, oder? Oh, du bist der große Kikeri-Kaiser? Der einzig wahre! Wer hat diesen Knirps reingelassen? Das machen wir Hoheit. Er sagte, die Eulen hätten ihn geschickt. Die Eule! Und was will er? Eure Hoheit, dieser junge Vogel will unser Lied lernen. Ohoho,
Kakakakak! Er will unser Lied lernen! Ja, meine Kikerikaiser! Wie heißt du, Kleiner? Burp. Burp ist mein Name. Nun denn, Burp. Dir ist wohl klar, dass nicht jeder Vogel unser Lied singen kann, oder? Ja, mein Kikerikaiser. Aber die Eule meinte, ich könnte es vielleicht. Ich suche nach meiner Familie. Und wenn ich hier Erfolg habe, kann mir die Eule helfen, sie zu finden. Du suchst nach deiner Familie? Ich könnte dir das Lied beibringen. Aber zuerst bräuchte ich deine Hilfe. Wäre doch kein Problem, wenn ich dir eine Aufgabe gebe, oder? Natürlich nicht. Um was geht's? Nun, mein Thron ist ein bisschen zu groß für meinen königlichen Hintern. Der Specht soll mir einen neuen machen, aber er brauchte zu lange. Such ihn und finde heraus, was das Problem ist. Aber Hoheit, ein junger Vogel wie er wird den Specht niemals überzeugen können. Das ist meine Bedingung, wenn er von mir das Lied unserer Vorfahren lernen will. Oh, okay, ich werde es tun. Gut, um zu ihm zu kommen, musst du hoch und nach rechts raus aus dem Turm. Alles klar, bin schon unterwegs. Klar, mache ich doch easy. Neue Tagebucheintrag. Ich habe die Hühner getroffen. Wenn ich ihnen helfe, den Specht zu finden und um einen kleineren Thron zu bitten, bringen sie mir das Lied bei. Um dorthin zu gelangen, muss ich den Turm rechts vom Galluspalast erklimmen. Machen wir easy. Warte, hier gibt es nur 3 Noten in dem Palast. Den Kleinen nehmen wir mit. Wir erleben jetzt ein Abenteuer, mein Kleiner. Hallo, ein Ei. Bitte mach das Hühnchen nicht kaputt. Aua. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Paper Mario. Da gab es auch so ein Ei-Dude. Hi. Hi, Ei. Da ist er hin. Scheint einen Freund gefunden zu haben. Jemand muss meinen Ball zurückholen. Unseren Ball? Wieso Ball? Das ist. Hallo, das ist ein Küken. Hey, Eckbert, komm zurück, Eierjunge. Er geht nirgendwo hin. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ich euch treten würde? Großartig, es ist der Außenseiter. Wie auch immer. Hab Spaß mit deinem neuen Freund, Eierjunge. Spinner und Spinner gesellt sich gern, was? Mann, die Welt ist grausam, nicht wahr, kleiner Eierjunge? Es ist wohl egal, welche Art man angehört. Fieslinge gibt's überall. Ich muss jetzt los, ich will den Specht treffen. Tschüss, Eckbert. Ja, aber... Oh, willst du mitkommen? Du willst wohl auch akzeptiert werden. Ich glaube, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Na toll, ey. Wird immer größer hier. Jetzt haben wir ein Ei dabei. Ei dabei. Ein Ei dabei. Hallöchen. Die Statuen sind nagelneu. Der Kirin Kaiser hat sie beim Specht bestellt. Anscheinend sind sie gerade ziemlich beliebt. Jeder hätte gerne welche. Ja, und anscheinend ist der Specht auch sehr beliebt in diesem Palast hier. Hallo. Bringst du mir was bei? Hey Kleiner, willst du mir helfen? Stimmt was nicht? Hast du die hohle Maid auf dem Weg hierher gesehen? Hast du sicher? Ihr sinnlicher Schnabel, ihr hinreißender Kamm. Oh, ich begehre sie. Willst du dir eine kleine Melodie anhören, die ich ihr widme? Okay. Nennt man hier neue Sachen? Nee, hier muss man auch die Linkstaste kennen. Das ist doch kacke. Oh, so romantisch. Romantik liegt in der Luft. Romantik? Was ist das denn? Klingt lecker. Oh, das ist etwas Magisches. Wenn du mal älter bist, wirst du es erfahren. Hallo, Holdebeid. Hallo, was ist los? Oh, wehe mir, dieser Ort ist so öde. Gibt es keinen staatlichen Ritter, der mich retten will? Die Holdebeid. Hör nur, ich habe so lange ein Lied vorbereitet, aber du musst mir üben helfen. Okay. Och, Y hoch, Y, Y. Kann ich doch. Oh, ein wunderbares Lied für eine wunderbare Maid, nicht wahr? Jetzt werden die staatlichen Ritter sogleich herbeistürmen. Ich kann's kaum erwarten. Okay, erste Note. Ich dachte aber eigentlich, hier wäre der Specht. Sorry, Holdebeid, ich wollte gar nicht zu dir. So viel zu lesen hier. Halt! Oh, du bist's. Auf Befehl des Kikerikaisers darf so passieren, aber du musst irgendwas machen. Okay. Vielleicht soll ich sie bei ihrer Mutter lassen, sonst machen sie sich wieder davon. Ach Mann, jetzt muss ich erst die Küken hier loswerden. Na gut, dann kommt mal mit. Ui. Hier, ich habe noch 2 weitere Küken für dich. 1 fehlt noch. Das letzte schlüpft doch bestimmt aus dem Ei raus, oder nicht? Alter Rätsel-Action hier, da ist ein Knopf. Den drücke ich doch. Easy. Und, was passiert? Y hoch, Y. Ja, es geht hoch. Hallo, Feder. Was bist du für eine coole Feder, hä? Diese niedliche, mehrfarbige Feder will man so gern anfassen. Aber vielleicht ist das keine so gute Idee. Wem gehört diese Feder? Gute Frage. Gut, dann Eckbert, komm mit. Wir gehen zum Kikerikaiser. Nee, zum... Oh, wir sind im neuen Gebiet? Gefährliche Gipfel. Wir gehen jetzt zum Specht. Okay. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Dann, dann. Dün, dün. Dann, dann. Dün, dün.
Erste Route. Dankeschön. Die wobbeln hier wieder alle cool rum. Da oben ist eine Feder, die ich noch nicht komme. Gut, was passiert denn hier? Warte, der Boden sieht instabil aus. Vielleicht sollten wir einer nach dem anderen gehen. Ich gehe zuerst. Und dann sage ich dir, wenn du kommen sollst. Bitte, Eckbert, zu bleiben. Blab, blab, blub. Bitte bleib hier, Eckbert. Ich gehe rüber. So, ich bin drüben. In Ordnung, Eckbert. Komm rüber. Aha. Jetzt wird das hier zum Multiplayer-Spiel, ja? Und... oh, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Huh, das war knapp. Ab jetzt sind wir vorsichtiger. Ich kann mir vorstellen, dass man... ja, wir können ihn jetzt hier liegen lassen und auch wieder mitnehmen. Oh mein Gott, da muss man sich ja sogar merken, was man machen soll. Den brauchen wir bestimmt später noch für irgendwelche Rätsel. Finde ich ganz cool, dass hier jetzt auch so ein Rätselaspekt mit reinkommt. Ja, was haben wir hier? Hoch, Y, hoch, hoch, Y, hoch. Achso, wir müssen erst da draufstehen, damit das geht, ne? Guck, da sehe ich doch schon das erste Rätsel. Eckbert ist gleich schon raufgegangen. Hallo, Eckbert, ich bin nicht so schnell. So, Eckbert, bleib hier. Ich gehe rüber. So, perfekt. Jetzt ist das auch kaputt. Ah, jetzt fließt hier überall Wasser lang. Und die zweite Note für uns. Ach, sind das solche japanischen Dinger, die sich immer mit Wasser füllen? So eine Bambusröhre? Ich glaube schon. Da haben wir den Specht. Entschuldigung. Specht die Mächti. Bist du den ganzen Tag hier nur am Eulen machen? Ich sagte Entschuldigung. Hä? Was? Ich bin beschäftigt. Oh, ein Winzling. Was ist los, Kleiner? Ich bin Burp und das ist mein Freund Eckbert. Seid ihr das? Schön, deine Bekanntschaft zu machen, Burp. Wenn sonst nichts ist. Ich muss wirklich zurück an die Arbeit. Warte, der Kiri-Kaiser schickte mich wegen seines neuen Throns. Ah, hat er das. Nun, ich will dich nicht enttäuschen, Kleiner, aber ich habe gerade viel zu tun. Diese Statuen sollen morgen fertig sein und ich habe keine Leute. Die anderen Spechte sind fix und fertig. Ich muss sie alle selber machen. Schon das schaffe ich kaum. Oh nein, aber ich brauche den Thron. Sonst wird mir der Kikeri-Kaiser das Lied nicht beibringen. Und die Eule kann mir nicht helfen, meine Familie zu finden. Was? Was ist Eckbert? Picken? Ich kann picken? Oh stimmt, ich kann dir unter die Flügel greifen. Hä, du? Nun, der Thron ist ziemlich simpel. Ich hätte ihn längst gemacht, wenn nicht all diese anderen Sachen wären. Weißt du was? Wir machen das. Geil, jetzt können wir hier durch Musik. Wieso kommt da so eine Mario-Röhre raus? Meine Arbeit ist nicht leicht, mein Kleiner. Spaß muss trotzdem sein für unser Einer. Unbeeindruckt ist hier sicher keiner. Wir schuften hier, als wären wir einer. Meine Fresse. Oh. Mama. Oh. Na, na, ich helf dir sehr gern. Den Thron zu fertigen ist doch kein Problem. Wir machen das gemeinsam im Team. Dann wird der Thron sehr, sehr fair. Dick sein, sein, sein. Zusammen sind wir ganz toll unterwegs. Holzabfälle gibt es für uns nicht. Sein Lied ist richtig komisch. Nur ungenutzte Stücke, warte nur mal ab. Bist du noch da und schnaufst nicht fürchterlich? Holz wird jetzt zu Kunst, die machen wir schlapp. What the hell, ey? Wir arbeiten von morgens bis abends. Scheiße. Und das tun wir zusammen, zusammen. Ja, zusammen, 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 zusammen. Wir, du. Und ich, der Specht und Burp, der Specht und Burp, der Specht und Burp. Bier! Holzfällabfälle gibt es für uns nicht. Holz, das ist jetzt Grund, wir sind niemals schlapp. Arbeit ist getan, mehr geht wirklich nicht. Nur ein einziger Baum hält uns auf Trab. Was er mit seinem Hals macht, Alter. Ist ja richtig krass. Da haben wir den Mini-Thron gebaut.
richtig schlecht gesungen ist, tut mir leid. Aber seine Melodie war sehr, sehr merkwürdig. Wieder nur ein A, ich muss das nochmal machen. Ja, wir haben es geschafft. Haha, gut gemacht, Kleiner. Und keine Sorge, man gewöhnt sich an einen Taubenschnabel. Danke, wie bekommen wir jetzt den Thron zurück? Mach dir keinen Kopf, Kleiner. Mach dich einfach auf den Weg zurück, ich lass ihn liefern. Richte den Kikerikais einen Gruß von mir aus. Okay, juhu. Tschüss, Specht. Tschüss, Burp. Möge die Musik dich beflügeln. Will leider nochmal machen. Ja, ich habe den neuen Thron. Zeit für die Rückkehr zum Galuspalast. Wenn ich nach links gehe, bla bla bla. Nochmal, bitte. Ja, ich brauche ein S. Ja, S. Wieder nicht voll, aber zumindest ein S. Das lag mir ja. Sehr schön. Komisches Lied, muss ich sagen. Auch beim zweiten Mal singen, versuchen tun. Gut, dann würde ich mal sagen, was ist das mit dieser Folge? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Thron beim Kikerikaiser abgeben und der uns dann hoffentlich seine neue Note gibt. Jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.